Egal, wir wollten ja noch über Thor Ragnarok reden, ne? Nicht wahr? Das kann ich ja schlecht. Wenn ich gerade einen Donnerhammer in der Hand habe, dann sollte man nicht über Thor Ragnarok reden. Das reißt alte Wunden auf. Nein, ich war in Thor Ragnarok mit meinen Kumpels. Wir haben es nicht geschafft, vorher noch alle Avengers-Filme nochmal zu sehen, was sehr schade war, weil manche Leute halt manche Filme noch nicht kannten. Sind aber allerdings doch schon recht weit gekommen. Ja, ich weiß, danke. Und bis Captain America den zweiten Teil, also The Return of the First Avenger oder Captain America Winter Soldier, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch hört, warum auch immer da der Name verändert wurde, aber egal. Und haben wir geschaut? Thor 3, genial. Also Thor 1 war ja so, okay, cooles CGI. Thor 2 war so, schöne Teleportation und doch recht witzig. Und Thor 3 war episch. Genial von den Effekten her. Super geil vom Witz. Also man muss sagen, war durchaus geil auf dem Galaxy-Niveau. So ungefähr. Kommt schon gut darauf ran. Und mit geilen neuen Charakteren das Universum wunderschön ausgeschöpft. Soweit wie ich das Universum kenne. Also sind da durch. Nicht nur durch die ganze Welt, durch das ganze Universum halt geflogen und haben Sachen gemacht. Gut durchdacht, soweit wie ich es jetzt mitbekommen habe. Sehr witzig, definitiv. Kann ich nur weiterempfehlen, also wenn ihr noch nicht gesehen habt, ändert das. Bisschen Abklatsch war der Super Saiyajin. Aber das war auch bloß halb Abklatsch. Hat mich bloß ein bisschen dran erinnert. Ansonsten wirklich sehr, sehr schön, nur zu empfehlen. Hat nochmal richtig Bock gemacht und Vorfreude auf Infinity War. Wobei da ja vorher noch Black Panther kommt. Worauf ich bisher noch nicht wirklich viel Bock hatte, aber wenn der so wird wie jetzt Thor, dann kann das eigentlich nur geil werden. Oder ich meine, Ant-Man war ja auch super. Muss man mal sagen. Und daher, warum packe ich Blitzbomben ein, wenn ich den Blasioff machen will? Das geht mir gerade nicht in den Schädel rein. Wahrscheinlich, weil ich nicht aufpasse. Ist ja alles wie in der Uni. Und, apropos, jetzt mal kurz Spoiler-Alarm. Wenn ihr das guten Film noch nicht gesehen habt, dann jetzt bitte einmal abschalten und wiederkommen, wenn ihr ihn gesehen habt. Denn ich würde gerne Sachen besprechen, die am Ende des Films passiert sind in der Nach-Credit-Scene. Spoiler, Spoiler, es gibt eine Nach-Credit-Scene. Und wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann wäre es jetzt gut, wenn ihr ausschaltet. Ansonsten habe ich euch das Ende gespoilert. Zumindest Teile davon. Also jetzt nochmal die Chance, euch zu überlegen, ob ihr mir lieber zuhören wollt oder lieber nochmal überrascht werden wollt. Das sollte genug Bedenkzeit gewesen sein. Ich hatte ja keine Schallbomben mehr, ne? Dann brauche ich Frösche. Übrigens sehe ich gerade, dass ich einen riesengroßen Störfaktor in meinem Mikrofon habe. Denn das coole Ding, und zweitens, hat immer mal so ein paar Problemchen. Und je länger ich aufnehme, je länger das reingesteckt ist, desto höher werden die Störfrequenzen. Ich hoffe, man hört es nicht. Es sieht allerdings nicht so aus, als wenn man es nicht hören würde. Egal. Und ich kann es gerade eh nicht ändern. Genau, wir wollten zu Thor 3 reden. Also, wir haben, oder ich habe mir Gedanken gemacht zu End-Credit-Scene. Um es mal kurz zu beschreiben, für alle, die nicht abgeschaltet haben, es nicht gesehen haben. Die endet damit, dass man zuerst Thor und Loki sieht, die halt beide in diesem Raumschiff sind. Fröhlich zurück cruisen, auf dem Weg zur Erde sind und meinen, ach, jetzt kann doch alles nur besser werden. Und dann plötzlich sich der Himmel, das All, verdunkelt und halt ein riesengroßes Schiff vor ihnen auftaucht, wo nicht geklärt wird, welches Schiff das ist. So, wir wissen jetzt einerseits aus dem Film vorher, ich wollte die scheiß Blitzbomben mitnehmen. Lerne aus deinen Fehlern und tu sie nicht direkt nochmal. Ich glaube, das werde ich nie in meinen Kopf reinkriegen, egal in welcher Beziehung in meinem Leben. Egal, und ging es halt dann darum, also mir geht es jetzt darum, wer in diesem Schiff drin sitzt. Option wäre es, dass einer von den Typen war, also so ein Schiff war von den Typen, die in Avengers 1 die Erde angegriffen haben. Dass sie einfach meinen, ey, ihr habt einen Nuke auf uns gefeuert, wir sind ein bisschen pisst. Wir haben jetzt Bock, euch zu zersmashen. Könnte auch sein, dass irgendjemand Gutes ist, das würde ich jetzt mal ausschließen. Weil gute Leute haben nie so riesengroße Schiffe. Gute Leute haben immer das Scheiß-Equip, die
gute, die helle Seite der Macht. Guck mal, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, hat einmal funktioniert. Oder ein, bin ich hier richtig, kurze Frage, für einen Plesiov, ich glaube beinahe nicht, guck mal hier nochmal. Guck mal, grüner Plesiov, way, zumindest da ist er schon mal. Pflaumenfarben, Pflaumenfarben, hier muss doch irgendwo Plesiov, dankeschön, alte Wüste, ja, geht in Ordnung, ich sollte ein Heizgetränk mitnehmen. Und, theoretisch auch noch Bomben. Ich glaube, da war was. Ich glaube, das, was da war, könnte sinnvoll und nützlich sein. Und, ich muss kurz nachdenken. Wartet eine Sekunde auf mich. Weil mein Hirn steht gerade stocksteif still. Dämonenmittel. Nein, Gegengift. Viel schlauer. So. Und, wie gesagt, das taucht halt auf. Könnte die Guten sein. Guten sitzt nie. Kein bisschen Macht machen und die böse Seite hat Donnerblitze, kann Leute erwürgen und Laserblitze in der Luft stoppen. Egal. Und davon mal abgesehen, wird es halt also ein böses Schiff sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das gute Ding Thanos sein Schiff ist. Nicht nur, weil Infinity War vor der Tür steht, sondern weil Infinity War vor der Tür steht. Und wir haben, also ich habe bereits den ersten Trailer dazu gesehen, mehr oder minder fälschlicherweise geleakt auf YouTube, war jemand in der Pressekonferenz mit drin, wo der kam und hat ihn halt abgefilmt und ich glaube, ihn gibt es auch schon mehr oder minder öffentlich draußen, egal, ich habe halt auch schon ein bisschen eher gesehen und ich hätte kriechen sollen, kriechen! Sehr schön. Heißes Getränk und kriechen und da sieht man nämlich, also einerseits, dass Thor auf der Windschutzscheibe von den Guardians of the Galaxy landet. Was schon mal ein ziemlicher Hype-Moment war da für alle Leute, die es gesehen hatten. Und danach auch noch, dass, dass hier echt das Fischbot war. Ich dachte, er wäre woanders gewesen. Egal, hab ihn intuitiv gefunden. Und viel wichtiger, man sieht, dass Thanos... Nein! Oh, fuck dich, Vespoid! Stich mich doch am Sack. Alles andere gefällt mir nicht. Hack, hack. Ich habe eine Hackfresse, weil ich gerne Hackfresse. Egal, zurück zum Thema. Und, komm schon, beiß an. Nimm dir den Köder. Plesiov, du riechst ihn doch auch. Du willst ihn doch auch. Er hat mich bemerkt. Ah, scheiß Vespoid. Alles wegen dir. Jetzt zersticht ihr doch wenigstens auch ein bisschen, das wäre schön. Wobei der beinahe klein aussieht, oder ist der groß? Kann das bei komischen Fischen nie so wirklich einschätzen. Blitz wäre gut gewesen, verdammt. Egal, wir wissen jetzt, dass er hier reinspringt, das heißt, wir können hier direkt unsere Falle hinlegen. Thanos taucht auf, Trailer, und wir sehen, dass er den Tesseract bereits hat. Dass er ihn einfach so in der Hand hat und zerschmettert in der Hand, um diesen letzten, oder zumindest um einen, Infinity-Stein rauszubekommen. Das war wunderbar getimt meinerseits. Kommt er jetzt direkt vor mir hoch? Reicht die Explosionsreichweite? Auf jeden Fall. Kann er schießen? Ja. Gut, reicht auf jeden Fall. Definitiv. Da gibt's kein Pardon und keine Frage. Das reicht. Ah, fuck. Mach keinen Wasserstrahl. Du willst es doch gar nicht. Oh, so ist schön. Ja, so ist Wunderbärchen, alles Klärchen. Komm schon, da. Bitteschön, ich hau mal kurz ab. Und, ich hätte Gewehr vorher einsetzen sollen, ne? Mach mal das auch mal schnell. Und da kommt er direkt drehend wieder raus. Oh, Drehbum-Bum hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Das Bum-Bum war zu schwach. Egal, nochmal kurz ein schönes Explosionsdingchen drauf. Und das heißt, wie wir wissen, Loki hat momentan den Tesseract. Höchstwahrscheinlich, also definitiv. Ich meine, der ist in sein wunderbares dort reingegangen, um den komischen Feuertypen zu rufen, hat den Tesseract gesehen und er hat ihn nicht umsonst so komisch angeguckt. Er hat ihn auf jeden Fall mitgenommen, so viel steht fest, es ist fucking Loki. Und ich vermute, dass Thanos den Stein dann irgendwie spüren konnte. Vielleicht irgendwie mit diesem komischen Gauntlet, was er hat, so den Infinity Gauntlet, wie er es heißt. Ja, ich habe noch nie die
Kommis gelesen, ist alles für Spekulation momentan. Ich bin wahrscheinlich nicht der beste Spekulant dahingehend, aber trotzdem, ich gebe mein Bestes. Und ist dann dort aufgetaucht, hat höchstwahrscheinlich gesagt, ah, guck mal, du hast einen Tesserakt, hat entweder die Typen überfallen, vielleicht hat aber auch Loki Thanos kontaktiert. Das kann genauso gut sein, weil der kam die ganze Zeit so spanisch vor, als er plötzlich Thor so problemlos geholfen hat. So, yo, Tori, du hast mich zwar mit deinem Elektroschocker unter Elektroschocks gesetzt. Und ich bin Loki, der dich immer abfuckt. Aber hey, ich bin auf deiner Seite, Thor. So, yeah. Sicher, Loki. Da muss was hintergesteckt haben. Ich glaube, er hat ihm bloß geholfen, um mehr oder minder Thor halt, oder zumindest um den Tesserakt auszuliefern. Vielleicht hat er damals nicht an den Tesserakt gedacht, aber hat dann halt die Chance genommen, als er sie gesehen hat. Hat Thanos kontaktiert, ey, yo, Bro, ich hab da was für dich. Kann ich dafür in deine Armee aufgenommen werden oder so? Und, was zumindest ziemlich badass wäre und ziemlich zu Loki passen würde. Und der Thanos deswegen dann das Schiff angegriffen hat, Loki den Tesserakt weggenommen hat, wahrscheinlich Loki nicht dafür bezahlt hat oder nicht ihn irgendwie geholfen hat, weil es ist immer noch fucking Thanos. Der hat niemanden Rechenschaft zur Schuld und wenn man dem sagt, ey, ich hab einen Infinity-Stein, dann kommt der und nimmt ihn dir. Ich meine, wäre zumindest eine logische Option für Thanos. Nicht, dass ich wüsste, wie Thanos reagiert, außer, ich setz mich hier mal hin und ich bleib mal sitzen. Thanos ist ein bisschen wie ich, ach schön. Direkt mal ein bisschen wieder Verbindung mit einem bösen Charakter gefunden. Und dieses Mal heißt er nicht Hans und kommt irgendwie aus Frozen. Wobei ich immer sehr schön fand, dass den Hauptcharakter Hans genannt hat und der böse war. Na, wunderbar. Mein wahres Ich endlich wieder allen Leuten gezeigt. So wie es sein muss. Und genau, und deswegen hat er höchstwahrscheinlich einfach das Schiff zerstört. Thor ist durch die Gegend geflogen, landet bei Guardians of the Galaxy und Thanos hat halt den Tesserakt. Deswegen vermute ich, dass das Schiff, was aufgetaucht ist, Thanos Schiff war. So, jetzt nach ungefähr ziemlich genau 15 Minuten bin ich endlich auf den Punkt gekommen. Wenn ich beim Sex auch mal so langsam wäre, dann wäre es vielleicht auch alles anders gelaufen. Wenn ich da immer so schnell auf den Punkt komme, ist halt ist auch sehr ungünstig, dass darauf, wo ich komme, ein Punkt ist. Eine Frau wäre besser. Egal, wir gucken mal kurz weiter. Ich meine, das ist Hentai 2.0. Wenn man sich nicht auf irgendwelche Fallen einen runterwächst oder auf diesen E-Schwul oder halt auf weibliche Bildchen, sondern auf einen Punkt. Wenn man zu viel Mathematik studiert hat oder zu viel, gerade zu viel Geometrie und dann einen perfekten Punkt gezeichnet hat, kann man auch mal auf den Punkt kommen. Schön, dass ich euren Alltag jetzt einmal wunderschön ruiniert habe und ihr auf den Punkt kommen. Immer mit einem weißen Fleck auf schwarzem Hintergrund, kleinem Untergründchen, assoziieren werdet. Das war ein Anschlag des asozialen Netzwerkes, gern geschehen. So, er meint, er müsste weggehen, geht in Ordnung. Oh, was hängt da eigentlich am Rand? Ein Seeigel am Berg, ein Bergigel. Der mag das Klettern. Ich wette, wenn der Seeigel ein Tinder-Profil hätte, würde auch drinstehen so Hashtag reise gerne, Hashtag mag es zu klettern. Ich bin immer und überall auf der Welt unterwegs. Aha. Hat so ziemlich jede dritte Person. Und ja, Tinder-Geschichten können wir auch weiterführen. Natürlich habe ich wieder fleißig weiter nach links und rechts geswiped. Hauptsächlich nach rechts. Ich meine, ihr kennt mich ja, der geile Bock. Lässt nichts aus, was geht. Und, also, wirklich, was geht halt. Danach ist in Ordnung. Um mal wieder auf das Thema von vor zwei Parts zurückzukommen. Und, schaffe ich das jetzt noch? Beißt der nochmal an? Nicht, wenn die Westpoint hier bleibt. Beiß schneller. Yes, nice, endlich. Das macht übrigens ungefähr 200 Schaden im Blazier, wenn man rausangelt. Und ich glaube nochmal 200 mehr, wenn eine Fallgruppe fällt. Aber da bin ich mir nicht sicher, das habe ich nur einmal getestet und mir nicht gemerkt. Zumindest nicht perfekt gemerkt. Und erstmal habe ich festgestellt, dass ich es schaffe, innerhalb von 3 Nachrichten, also teilweise entweder hin und zurück und hin, teilweise auch 3 Nachrichten von mir, es bei jeder Person schaffe, dass sie mir nicht mehr antwortet. Könnte an dem besprochenen Anakin-Komplex liegen. Es ist durchaus eine
biologische und logische Schlussfolgerung. Andererseits kann es auch einfach an mir liegen. Das ist natürlich immer eine wunderschöne Option. Und, das ist halt echt so geil. Egal, ob ich die Person kenne oder nicht. Ja, ich habe auch schon Leute gefunden, die ich kannte. Und, so von der Schule halt. Und tatsächlich, nach 3 Nachrichten ist Schluss. Und danach kommt nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich auf dem Weg da falsch mache. Teilweise auch schon eher, natürlich. Ja, das ist auch kein Problem für den guten Sinu. Teilweise kommt auch direkt nach der ersten nichts mehr. Aber gut, es waren halt, also ich, Leute, die nie wirklich schreiben wollten, nur mal kurz online waren, dann mal gesagt haben, yo, guck mal, der sieht gut aus, und sich da nicht mehr reingetraut haben, weil ich einfach zu sexy bin. Und, ja, das ist halt so. Ich hatte 2, wo ich ein bisschen länger schreiben konnte, die antworten mir inzwischen auch nicht mehr. Passiert, warum auch nicht. Also irgendwann scheine ich da falsch zu machen. Und dann gibt es Leute, die einfach nur, hast du Bock zu ficken, schreiben, und die haben Erfolg. Die Welt ist ungerecht. Egal. Was auch ungerecht ist für unseren guten Plesiov, ist, dass er von seinem Lieblingsspeise hinausgeangelt wurde. Und ich glaube, nein, noch viel zu viel Leben hat. Das beinahe tot kann ich mir woanders hinstecken. Der springt lieber noch ein bisschen fröhlich. Danke, Honey. Sehr, sehr freundlich durch die Gegend. Ich wollte jetzt eigentlich nicht totgespritzt werden. Das ist eigentlich, ich bin der totspritzt. Ich bin der Totspritzer. Wichser 3.0. Jetzt brauche ich nicht von dir weggehauen zu werden, mein lieber Plesiov. Also erstmal Butter bei den Fische. Das war ziemlich dämlich von mir. Dämlich mit H in diesem Fall, denn nämlich wäre sonst ziemlich dämlich. Und nein! Böse Hitbox, bedarf ich mich nicht.